Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelmon RPG. Wir sind jetzt hier wieder am Haus und ich habe die 30 Level gefarmt mit Netherquartz und natürlich auch ein paar Dias und so weiter. Ich habe ja unten gestripmined, mehrere Streifen und dann dachte ich so, ja, es lohnt sich ja gar nicht, vorletzte oder so Folge. Wo sind denn Diamanten? Sind so wenig. Und dann plötzlich jetzt vorher mehrere Stränge, ganz viele Diamanten. Also es wurden 41 insgesamt mit der Glück 3 Spitzhacke. Also es sind sehr viele ganz nah aneinander gewesen. Und deshalb ja, haben wir jetzt auch hier auch jetzt endlich mal ein paar Diamanten. Und müssen jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt so in eine Welt gehen. Aber doch, ist natürlich schon wichtig. So, wir müssen die Pläne halt wieder rauswerfen hier. Die sind nur zwischenzeitlich mal hier rein drin gelandet. Knochen nehme ich mal mit, um irgendwelche Pflanzen in Maps zu düngen. Oder auch, ja, um Kirschen zu holen. Ich will ja einen Kirschenbaum hier anpflanzen. Machen wir die halt auch hier rein. Hier habe ich das Cobblestone und so aus der Mine. Und ja, hier machen wir das Werkzeug. Eisenspitzhacke brauche ich eigentlich nicht, die mache ich dann mal weg. Ja, und hier ist noch andere Sache. Also hier ist noch Redstone, okay. Müssen wir wieder ein bisschen zusammenkräften, weil wir zu viel haben. Aber es geht ja schnell, indem wir einfach die 64er Stacks hier rein tun, haben wir schon 64 Redstone-Blöcke. So, sehr schön. Und die halt ein bisschen aufteilen wieder. Ja. Dann haben wir eigentlich alles Redstone-Blöcke gemacht zum Platz sparen. Und ich werde sicher dann noch eine Folge machen, wo ich alle Kisten mal upgrade noch, bis wir dann ein Lagerhaus haben, weil das wird wahrscheinlich unser Wohnhaus sein dann. Oder einfach Kartenhaus. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen Tintenbeutel. Tintenbeutel habe ich hier in Form von Tintenfisch. Wir brauchen Leder, wir brauchen Zucker für die Papiere. Hier haben wir noch Papier. Noch mehr Leder. Sehr gut. Wir haben eigentlich alles, um jetzt eine neue Welt zu erstellen. Und zuerst einmal muss ich das hier machen mit dem Glas. Hier habe ich nämlich Wasserflaschen. So. Ich glaube 2 auf 1. Ja. Okay, sehr gut. Wunderbar. Dann machen wir die gleiche mal rein. Leder auch, wenn das irgendwo hier reingeht. Okay, Papier, ja, dann haben wir hier Verbindungsbücher, brauchen wir 2. 1 machen wir hier rein und bekommen dann das Buch, wenn wir so. Machen wir das Leder einfach hier rein mal. Das ist Welt, also B2, dann habe ich jetzt einfach Welt 2 geschrieben. Aber wir brauchen ja das grüne Buch noch. Und das grüne Buch machte man eigentlich ja hier. Ich weiß nicht, wie es geht, leider. Auswendig. Also, nein, das macht man eigentlich. Kraftet man das zusammen? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie so. Schauen wir mal nach, oder ja. Das Problem ist, es wird nicht angezeigt. Das müssen wir jetzt noch herausfinden. Einfach Bücher. Ein Buch mit der Verbindungsseite. Was habe ich denn das letzte Mal noch gehabt? Ah, Feder, glaube ich noch. Ein Feder, ein Papier und Verbindungsseite. Geht nicht. Irgendwie so machen wir das Buch.
Jetzt muss ich das kurz nachschauen, ja. Mistcraft Bindungsbuch. Ah, das ist Linking Book, nein, das andere. Hä? Ich brauche nicht das Gelbe. Leder, okay. Dann haben wir das halt nicht ausprobiert, aber Leder und das gibt ein nicht verbundenes Buch. Machen wir da gleich mehrere. Also müssen wir hier nochmal Seiten herstellen. Weil wir müssen eigentlich immer eins dabei haben. Und deshalb machen wir den hier rein. Aber schon gebrauchte. Wie setzt man jetzt das ein? Ja gut. Ich möchte ja eigentlich. Hallo? Das kann man doch so einsetzen. Was ist jetzt hier pa falsch? Wie kann man die jetzt entbinden, dass sie grün werden? Hä? Ist das buggy? Okay. Ja, Welt, lade endlich. So, oder entladen und jetzt laden. Aber ja, weil es halt langsam mit so viel Mods. So, jetzt wieder. Komm, bitte schneller. Danke. Geht's jetzt? Was steht denn hier? Wir haben Linking Book hergestellt. Right-click with the unlinked book to link into your current spot and create a linked linking book. Ja, mache ich doch. Ich mache Rechtsklick. Wieso geht das nicht? Wieso ist das buggy? Wieso ist der Mod immer noch so mega buggy? Ich klicke die ganze Zeit rechts. Ich könnte die Maus sogar verquetschen. Es würde nicht gehen. Das ist ein Bug, dass es nicht geht. Aber wir brauchen Linking Book. Deshalb muss ich leider kurz das umtauschen. Oder einfach neues spawnen. Wir legen die mal rein. Und suchen Mistcraft hier. Ich hoffe, es geht jetzt. Hä, wieso geht das nicht? Ich habe doch gelinkt. Oh Gottchen, ey. Weil sonst müssen wir den PX0-Command immer eingeben, um zurückzukommen. Ah, Mann, wieso ist das so buggy? Das ging schon immer. Wieso ist das buggy? Vielleicht, glaube ich, eine andere Version von Mistcraft, eine ältere Version. Aber mit der neuen Version ist es wahrscheinlich wieder buggy geworden. Durch irgendwelchen Grund. Aber ich kann leider momentan kein Linking Book herstellen. Wenn ich das jetzt hier so rausnehme, in grün, dann ist es aber nicht verlinkt. Ah, das gibt's gar nicht. Okay. Ja, die gibt's gar nicht. Oder weil sie Dings sind. Weil sie zusammengesteckt ist, gehen sie nicht. Ja, okay. Okay, weil sie zusammengesteckt sind. Dann muss ich aber die drei noch holen, also die zwei noch holen. Einzeln. So, dann haben wir eigentlich alle. Und jetzt muss ich noch in GameMode 1, 0, 0, die auch linken. Und dann mache ich zwei davon. Ja, was muss ich nicht da rein. Und das benutze ich dann, um wieder zurückzukommen. Jetzt können wir die Sachen hier rein tun. Ich brauche aber noch kurz ein paar Laternen, so wie die heißen. Das sind sie, Laserpult auf Deutsch. Und was brauche ich noch? Dann machen wir mal weniger.
Da habe ich nur einen. Da mal kurz reinlegen. Und jetzt schauen wir mal, was für eine Welt erscheint. Weil sonst müssen wir halt mit den Dingen, die wir gefunden haben, die Pläne, müssen wir sonst, soll ich halt und das, hier eine Welt manuell generieren mit den verschiedenen Aspekten. Ich hoffe, bitte, bitte eine gute Welt. Ja, ziemlich eine gute Welt, die ein bisschen buggt und wir haben Schwäche. Das ist nicht schlimm. Aber wo ist das Ding hin? Ah, jetzt haben wir ein Lesepult verloren. Das ist halt so eine Sache. Ja, aber mit Weltengeneration ist die aber mega überfordert. Ja. Die Welt buggt mega herum. Mal kurz. Mann, wieso ist Mistcraft immer noch so mega Java anfordernd? Können die das nicht ein bisschen anständiger programmieren? Ich glaube, der kann gar nicht programmieren, der Mistcraft gemacht hat. Also der macht so viele Fehler. Also ich konnte den Mod ungefähr so 3, 4 Jahre nicht benutzen, weil es so mega immer geleckt hat. Weil er einfach ein falsches Ding gemacht hat. Ein falsches, ja, dass die Welten falsch gespawnt sind, ja, generiert wurden. Sind präorganisiert wurden vorher. Der Mod war recht lange halt einfach problematisch. Und ja, dass es Nacht ist, dass es richtig dunkel hier ist, ist natürlich auch nicht so toll. Aber gut. Das ist einfach ein bisschen Kritik, weil es halt stinkt. Also Source Hop habe ich. Die müssen wir nicht sammeln. Aber Donnersteine können wir farmen. Donnerscherben. So, Kohle brauchen wir nicht. Hab ich gut gefarmt. Jetzt keine Höhlen. Vielleicht eventuell hier unten irgendwas. Weil das wird wahrscheinlich meine Mining-Welt. Schwäche ist ja nicht schlimm bei meinen. Wir haben ja keine Monster. Aber Hunger haben wir ein bisschen, hä? So. Ja, Brot ist einfach nicht gerade so gut mit 1,5 Hungerquellen. Kalzium habe ich erst kürzlich gefunden. Jetzt noch ein Kalzium, gut. Ja, da kommen immer Königinnen raus. Ist jetzt nicht so umfangreich wie bei Forestry. Aber das können wir dann auch mal machen, also so Sachen so zwischendurch machen. Ist eigentlich nicht schlecht. Das sind einfach Wolken, okay. Ja, wir gehen einfach mal in eine Richtung. Es ist halt meistens nicht so viel los in den Welten. Aber Bücherregal möchte ich natürlich schon noch finden. Also Bibliotheken, wo es Bücherregal drin hat. Lakterns, Lesepulte. Lapis Lazuli, cool. Eine Schlange aus Lapis Lazuli-Erzen. Yay! Gehen wir mal dorthin. So. Ja, ich habe das Raubi von Level 2 auf Level 5 trainiert, also sehr. Ich wollte es nicht einsetzen im Kampf und den Gegner besiegen, aber einen Georock wollte ich unbedingt mal besiegen. Gibt übrigens Bauxit und Steine. Ja, hier kann ich noch ein paar Blumen mitnehmen, weil ich halt recht viel rote Wolle oder so Beton herstellen muss. Darf ich einfach ein bisschen mehr rote Pflanzen, ja, Farbstoff. Die könnte ich auch mitnehmen. Das sind nämlich so Zwiebelblumen. Sind das auf Deutsch? Sternenlauch. Also ja, Lauch ist auch eine Zwiebel.
Zwiebelgewächs, sagt man also. Okay, hier haben wir ein Blumenforest. Ja, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Nee, wir haben jetzt zu etwas zu tun, deshalb mal ein bisschen schneller machen. Ich weiß, dass es langweilig ist. Also für mich vor allem ist es langweilig, deshalb mache ich es jetzt auch nicht mehr. So. Und jetzt gehen wir zur Schnecke hoch, zur Schlange hoch. Schnecke bin ich selber. Weil ich so langsam spiele. Ja, ich bin jetzt auch schon mehrere Stunden am Spielen, obwohl es noch früh morgen, ja, so 10 Uhr oder 9 Uhr ist. Kann ich gleich mal schauen. 10:45 Uhr schon. Boah, geht die Zeit schnell durch. Dann bin ich hier schon 4,5 Stunden am Zocken. Lapis Lazuli. Yeah. Ah ja, die Angel für Zaubern müssen wir noch, stimmt. Oh ja, wir müssen zurück. Wir haben noch keinen Waypoint gesetzt. Genau. Jetzt müssen wir halt teleportieren. Also das reicht hier. Viel zu viel. Oh Gott. So viele Lapis. Dann machen wir hier ein Waypoint. Lapis Schlange in Blau. Und in welche Richtung müssen wir jetzt zurück? In welche Richtung schauen wir? Genau in die, wo wir zurück müssen. Gut. Kommen wir hier ab dem Berg? Wäre schon nicht schlecht. Ja, wenn wir hier schon runterkommen. Ja, ein bisschen Fallschaden müssen wir halt einkassieren. Aber dafür sind wir dann schnell wieder oben am Spawn. So, diesen Pixelmon-Baum möchte ich gerne noch mitnehmen. Ah, das sind die Nüsse, die habe ich schon genug. Und Beeren. Nüsse. Ja, sie sehen irgendwie aus wie Nüsse, die meisten. Ist das? Andesit. Nehme ich den noch mit. Den. Was ist das? Birne. Ja. So einen Busch kann ich noch mitnehmen. Und der da. Der Kohlrabi. Ein Kohlrabi haben wir. Sehr schön. Da hat es aber auch noch Schlangen. Die sind auch Lapis Lazuli. Okay. Das ist ein komischer Seed. Wie heißt denn die? Ja, ja. Ja, die haben so Scripts. Endstein. Ultra Desert. Dunkles, helles Licht. Es gibt so viele riesige Biome. Also die Welt ist sehr interessant. Leider sehr dunkel. Tut mir leid, ich kann das nicht heller machen. Also noch heller kann ich das Spiel leider nicht machen. Aber es sieht einfach interessant aus. Und ja, die Tageszeit ändert sich nicht. Das ist eigentlich das Symbol hier rechts oben. Das ist einfach ein Buff, ja, Schwäche. Ja, es ist das Schwäche-Symbol. Genau. So, wir sind hier. Dann gehen wir wieder zurück in die normale Welt. Sehr gut. Ja, dann gleich nochmal kurz schauen. Ja, wir haben noch genug Zeit, um. Es ist das Booster-Bug. Jetzt nicht mehr, aber von weitem ist es ein bisschen buggy. Machen wir das meiste schon mal rein.
Beeren auch. Calcium. Das hier. Biene kommt hier hin. Fichtensetzlinge auch. Dann haben wir ein paar Blöcke. Und Lapislazuli. Und hier drin haben wir auch Lapislazuli natürlich. Machen wir 39 auch noch hier rein. Und jetzt alles mal stecken. Wir haben viel zu viel Lapislazuli. Schon dank der Welt. So. Wow. Also, was brauchen wir? Lapis Lazuli, Level, die Angel. Die Angel brauche ich. Wo habe ich die Angel denn hingetan? Hier. Die Angel verzaubern. Oh, ein Level 40 Evoli-Trainer. Ja, eine Trainerin. Glück des Meeres, es ist also immer noch Haltbarkeit und Glück des Meeres. Aber damit kann ich die Rohstoffe farmen. Das werde ich dann zwischen den Folgen immer wieder machen. Die Angel ist also gut. Und jetzt könnten wir noch ein bisschen erkunden, weil ich brauche ja noch die Kirschen. Wir können jetzt mal kurz zu den Kirschen gehen und schauen, ob die reif sind. Ja. Okay, dann habe ich zwei für einen Baum. Da brauche ich drei. Also eben, ich habe jetzt Knochen, damit ich Knochenmehl gebrauchen kann. Deshalb nehmen wir drei. Gut. Das ist dieses Tan dieser Pilz, Pokéball-Pilz, kann ich ja besiegen. Und Raubi wird sich wahrscheinlich zu Servcon entwickeln bald. Bitte nicht irgendwie paralysieren oder so. Absorbe ist gut, ja. Ja. Science, so. Ja. Wir haben kein Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon oder so. Also Käfer-Pokémon. Deshalb mache ich die lange. Die setzt Energie frei. Was war das für eine Attacke? Da habe ich gar nicht lesen können. Was ist das für eine Attacke? Der Ah, das ist eine automatische, die jeder Runde mir Schaden macht. Geduld oder so, ja. Ladevorgang lädt sich auf. Donnerschock. Soll ich das fangen? Nee, ich fange es nicht. Das ist sicher eine Unterentwicklung. Terrakium. Das ist doch erst kürzlich schon mal gespawnt, aber nicht in dieser Welt bei mir, sondern in der Adventure Map. Das ist, glaube ich, so ein Hirsch. Was ist das für ein Biom? Beach Forest Hills Biom. Beach Forest, also es muss irgendwo hier in der Nähe sein, in diesem Biom. Suchen wir doch kurz mal. Sagen wir mal kurz, wir können halt nicht fliegen mit diesem Pokémon, oder? Ich probiere es mal, ob wir fliegen können. Nee, es ist auch zu klein. Schade, aber ich hätte es gerne euch gezeigt, nur sind die so schwer zu finden. Das ist ein normales Cochilo. Wir gehen jetzt mal auf den Berg hoch, dann sehen wir es hoffentlich. Ingo, das Pedaberglein. Der Peter oder die Peterbärs. Ja, wie findet man Legendary Pokémons? Sie sind meistens klein, also ich sage immer, Legendary Pokémon sind groß, aber in Pixelmon sind sie immer klein. Was ist das denn eine Beere? F1. Damit es besser sehen, es gibt viel zu viel. Ist es das hier? Nee, das ist ein Pokémon, das ich jetzt nicht so gut kenne.
Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Terrakium, oder? Okay. Was für ein Level hat es? 70. Okay, cool. Schade, dass es man es noch nicht fangen kann. Aber das wird er uns sofort one-hitten. Es ist einfach zu stark. Aus der sechsten oder fünften Gen. Irgendwie so etwas. Vor allem ziemlich neu noch. So, er ist ungefähr so 10, 15 Jahre alt. Okay, wir gehen mal in eine Richtung, wo wir noch nicht waren. Und zwar würde ich gerne, gehen wir mal hier Wiese Nord. Und hier nach Norden. Hä? Okay. Gegen die können wir kämpfen, aber nur mit Raupi. Komm. Pokémon wechseln auf. Ah, lassen wir sie. Zubat, das ist sowieso. Ja. Müssen wir Pflück reinsetzen? Okay, gut, sehr schön. Level 7, also zu Safgon, jetzt entwickelt sich's. Weiter. Ja, dann tun ich lieber ohne Smetbo. Ja. Safgon siegen. Blackmon, wird auch töten. Auch Rasierblatt. Ja, das trainieren wir dann bei leichteren Gegnern. Auch Rasierblatt. Weil er muss unbedingt Level 32 oder 36 werden oder so. Weiß nicht, wenn es sich entwickelt. Ein Kleinstein ist auch gegen Rasierblatt. Das ist sehr gut. Haben wir einen guten Trainer gefunden. Mankey ist nicht so, aber dann machen wir auch Rasierblatt. Meine armen Pokémon, nein! Oh, recht viel Pokémon-Dollar. Und, Raupi, zeig dich mal ein bisschen besser. Boah, wie der groß. Safcon wird ja mega groß. Halb so groß, so einen halben, ja, so, sagen wir, 75 Zentimeter wird er schon sein. Cool. Nicht schlecht. Also Safcon, jetzt kannst du eigentlich gegen ein schwaches Pokémon kämpfen, aber es gibt kaum schwache Pokémon mehr. Weil ich ja schon ein bisschen höher leveliger bin mit dem Alpapparatus. Aapparatus. Diese Namen, hey, die werden auch immer schwieriger, habe ich so das Gefühl. Da gegen Lisa wirst du aber gewinnen. Safgon, Tackle. Gesichter. Doofe Attacke. Setzt eigentlich niemand gerne ein. Nicht Kratzer einsetzen, oder was das war. Nein, nicht Kratzer, nein. Er ist gelb. Nein, er ist rot schon. Aber leider. Bitte gerne, bitte gerne nochmal ein schwaches Pokémon, Level 2 oder so. Ja, ich tausche es einfach aus. Zum Beispiel, da hat es gerade keine Pokémon. Diesen Hasen dort. Ja, Skoppel oder wie er heißt. Fritzelblitz möchte ich auch gerne trainieren. Weil Voltenso sieht mega geil aus. Wo ist jetzt dieser blöde Hase? Das ist noch Level 5? Ich riskiere es nicht. Ich will doch ein tolles Smetba haben, das nicht gestorben ist. Aber ja, Pixelmon ist schon recht hart manchmal. Ton. Okay. Ein Hase gibt Ton. Ein Hasen gibt den Ton an.
Schaffen wir als Sesso-Kids zu besiegen. Wir haben sicher starke Attacken. Ja, ey, das, ja, gut. Schluckfehl, klar. Abpflücker. Du musst nicht immer Egelsamen einsetzen, wenn du weißt, dass es nichts bringt. Also bitte. Oh, Angriff nicht gerade gut. Okay, leider noch ein Level. Aber ich will ins Map nur noch kurz. Ah, ein Pikachu. Pikachu, gib mir noch ein bisschen Glowstone. Pikachu, Pflücker. Eigentlich ist Elektro gegen Luft gut. Also Flug. Aber ich mach's ja umgekehrt. Glowstone, Donnersterbe, Donnersteinscherbe. Okay. Den noch. Bitte, Safcon, entwickel dich. Level 10, bitte. Pflücker, sehr effektiv. Und? Alles nehmen. Ja, nicht in mir drin, bitte. Oh Gott. Komm schon. Smapo, zeig dich. Yay. Eines meiner meistbesitzten Pokémon. In jeder der alten Generationen habe ich ein Smapo gehabt. Weil es einfach ein super tolles Pokémon für den Anfang ist. Ich mag das. Togedemaru. Das hat so genervt im Manga. Im Anime. Ganze Zeit immer das sagen. Togedemaru, Togedemaru. Und der Trainer von dem hat auch immer genervt. Das ist richtig peinlich. Aber gut. Ich habe es schon genossen. Ich bin nicht so einer, der gegen den Anime ist. Also. Okay, Blumen hier. Heilen. Und dann geht's im nächsten Part ab hier wieder weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, viel Spaß noch mit anderen Dingen. Hauptsache, ihr habt Spaß natürlich. Ist ja auch richtig. So. Topptrunk noch. Wunderbar. Dann geht's auch wieder nach Norden oder so. Was ist das eigentlich? Ein Togepi-Weiterentwicklung. Togetic, glaube ich. Und diese Käuf-Waffs, die sind so hässlich. Ich mag Käuf-Waffs nicht. Von der Form her. Die haben. Naja, sie sehen nicht so hässlich aus, aber sie sind einfach so richtig penetrant, komisch. Bäh. Diese Nase. Ach, wie süß. Ist noch ein Geradachs, oder? Das sieht ein bisschen anders aus. Habe ich so das Gefühl. Ist das ein Shiny? Nee, es ist einfach die Farbe ein bisschen anders. Das sind die immer so. Ach, keine Ahnung. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss.